Willkommen zurück zu Pokémon Karmesin! Wir sind heute auf dem Weg, ein paar Sachen, ein paar Punkte auf unserer Map abzuhaken. Dazu gehört auch, hier nach oben zu dashen. Wir müssen irgendwie weg von den Bergen. Ich weiß nicht, wie ich hier lang gekommen bin. Aber mir gefällt es hier nicht mehr so schön. Ich muss hier weg. Auf nach oben! Ich weiß, ich habe gerade gesagt, ich will weg von den Bergen, aber um weg von den Bergen zu kommen, muss man halt über einen Berg klettern. So funktioniert die Welt und das Leben. Und was geht denn hier ab? Irgendein Vogel-Pokémon, was wir noch gar nicht kennen, anscheinend neues, schmeißt sie überall Steine runter, wie bei Donkey Kong. Die Barrels, aber hier in dem Fall die Steine. Das wollen wir doch mal nachschauen, wer denn hier diese Übeltaten macht. Oh, wir müssen aufpassen, dass wir nicht getroffen werden. Ich weiß nicht, was dann passiert, aber ich will es auch nicht herausfinden. Na, okay, doch, ich möchte es herausfinden irgendwie. Oh, jetzt ist es schon zu spät. Und der Blick ist irgendwie immer noch verpackt. Naja. Frisst es irgendwie seinen eigenen Schweif oder was macht es da? Boom! Was macht das da? Adebomb. So heißt das Viech. Na gut. Terrakristallisierung. Und ich klappe mich auf. Denn ich denke, Tadbulb wird ja am besten sein. Denn das ist ein Vogel. Also ein Flug-Pokémon. Und sehr effektiv gegen Flug-Pokémon ist Elektro. So, deshalb mit Ladevorgang buffe ich mich noch mehr, um dann den übelsten Damage rauszuhauen. Außer es kippt mich jetzt instant. Leider ja, aber wegen Paralyse wird das jetzt in der nächsten Runde nach mir kommen. Hoffe ich. Ich riskiere es. Ich riskiere es und treffe an. Yes, ich bin als erstes. Bam! Hoho. Mit Ladevorgang und mit Kristallisierung mehr als die Hälfte. Und da es dann paralysiert ist, darf ich nochmal angreifen. Zack! Platsch! Das war jetzt aber nicht so viel auf einmal. Warum ist meine Kristallisierung weg? Nein! Okay, ich dachte gerade, das wäre ein Bug, dass es irgendwie stuck ist. Aber nee, er will da einfach die Wand brechen. Das herrsche Pokémon Adebomb frisst wieder etwas. Gewürze anscheinend. Du kommst immer zu spät, Mann! Maike, hast du es also bis zum Herrscherpunkt geschafft? Okay. Das ist er, der Herrscher des weiten Himmels. Hat er etwa die Felsen runtergeworfen? Gut, dass du ihn abgelenkt hast. So habe ich es ohne Beulen am Kopf hergeschafft. Sieht so aus, als ob er sich etwas mehr Power verschaffen will. Fast wie eine geheime Esskraft. Los, Maike, wir müssen alle Register ziehen. Okay. Numero... Das. Und nochmal das gleiche. Die gleiche Taktik wie vorhin. Hä? So, ich hab B gedrückt. Ups. Genau, die gleiche Taktik wie vorhin. Wer andere mit Stein bewirft, muss ich eine salzige Niederlage schmecken lassen. Hat das Stein. Ah, das Salzstein-Pokémon. Das salzige Steinchen-Pokémon hat er. So. Die gleiche Taktik. Wird bestimmt nochmal funktionieren. Hoffentlich. Warte, wie viele KP habe ich gerade? Habe ich die von vorhin oder bin ich geheilt worden? Ich wurde ne. Okay, das war dumm. I'm sorry, das war richtig dumm. Ich dachte, ich wäre geheilt worden aus irgendeinem Grund, weil da ist ein Typ, der mit mir kämpft. Vielleicht heilt er mich ja. Nö. Ah, leider nicht. Oh, das ist ärgerlich. Das ist ärgerlich. Blonk. Na gut. Es ist herabgestürzt. Das ist schön. Hey, wir können Flatute mal ausprobieren. Da bin ich immer noch überlegen, ob ich vielleicht ins Team tue. Du kannst ja direkt mal Säusestimme einsetzen. Ach, wenn ich nicht B drücken würde. Oh, Gerosali. Zack. Okay, ja, du, dich muss ich noch leveln. Du bist noch zu schwach. Auf jeden Fall. Ja, keine Ahnung, um ehrlich zu sein. Super vielleicht? Vielleicht kann er mehr ausrichten.
So, aber Tad Bull wird auf jeden Fall ein Teammitglied. Super fürs erste Jahr. Aber kann sein, dass ich ihn später auch auswechsel. Ich bin mir noch nicht hundertprozentig sicher mit meinem Team. Aber ist auch nicht schlimm. Es gibt hier eine große Auswahl an Pokémon. Und nice! Peppa hat für mich einfach die meiste Arbeit gemacht diesmal. Cool. Zack, da ist es weg. Yay! Yeah, oh, wie süß! Gut gemacht. Gena, bist du müde, Kleiner? Oh nein, bist du müde? Könnten wir erlernen lassen, aber ich bin gemein und tu's nicht. Noch nicht. Du. Wow, das war spitze, Maike. Jetzt müssen wir uns keine Sorgen mehr machen, dass uns Felsen auf den Kopf fallen, oder? Nee, ich denke nicht. Da wir es besiegt haben, ist es jetzt beruhigt. Wir können hier reindringen. Ich wette, hier finden wir das Gewürz. Ja, dann gehen wir mal hinein und finden es heraus. Dum. Wenn es genauso läuft wie beim letzten Mal, müsste eigentlich... Lass mal sehen. Ja, tatsächlich. Kein Wunder. Da ist das Gewürz. Das ist wirklich hier. Das ist ganz ohne Zweifel ein Geheimgewürz. Bitteres Gewürz. Boah, geschafft. Danke, Maike. Mal sehen, was das Buch dazu sagt. Bitteres Geheimgewürz hilft dabei, das Blut besser zirkulieren zu lassen. Außerdem wärmt es den Körper und stärkt das Immunsystem. Oh, okay. Wenn es davon etwas frisst. Auf geht's, Maike. Gleich gibt's was zu futtern. Ich leg auch sofort los. Okay. Heia! Das hier so und dann das dazu. Sorry, dass du warten musstest. Hier mein Sandwich. Ich guck so traurig. Aber damit haben wir 2 von 5 Faden der Legenden abgeschlossen. Und jetzt habe ich noch was zu essen. Oh ja! Hä, du schon wieder? Echt jetzt? Du schon wieder? Das sagte ich gerade. Du weißt, was ich will. Nö, das ist meins. Nein, das ist meins. Verstehst du kein Nein? Das ist meins. Ja, okay, ich habe sowieso keinen Hunger. Hier kannst du haben. Ja. Willst du dich gerade bei mir Gedanken oder was? Gott, diesmal habe ich vielleicht ein bisschen zu viel. Das ist nämlich für dich, weil du so sehr für mich dich für mich einsetzt, Maike. Neue Fähigkeit. Wellenreiten. Oh, das hatte ich nötig. Ist es etwa schon wieder stärker geworden? Aga. Die Effekte der Geheimgewürze scheinen ja echt unglaublich zu sein. Wäre auch ein Problem, wenn nicht. Aga? Fass das ja nicht an! Das ist nicht für dich! Aga? Ach, tut mir leid, ich wollte nicht laut werden oder so. Vielleicht sollte ich langsam mal mit der ganzen Geschichte rausrücken. Welche Geschichte? Na komm, raus mit dir. Was bist du denn? Ach, ist das vielleicht die Weiterentwicklung von dem Hund, diesem Roten, den wir gefangen haben? Das könnte sein, das sieht so ähnlich aus. Das ist mein Partner, Mastifioso. Ja, ich glaube, das ist der. Aha, ja. Oh. Hier, das Sandwich bringt dich wieder auf die Beine. Aber mach langsam, hörst du? Und immer gut kauen. Ist gut für die Zähnchen.
Vor einer Weile hat es sich schlimme Verletzungen zugezogen. Bis heute hat es sich nicht davon erholt. Warst du mit ihm im Promocenter? Es hieß, sein Leiden sei nicht mit einer normalen Verletzung oder Krankheit zu vergleichen. Mastifiose ist mein Ein und Alles. Ich habe mir geschworen, es zu heilen, koste es, was es wolle. Um das anstellen zu können, habe ich im Internet und in Büchern alle möglichen Behandlungen recherchiert und ausprobiert. Aber nichts hat so richtig gewirkt. Ich war schon kurz davor aufzugeben. Doch dann habe ich von diesen Geheimgewürzen erfahren. Was ist das eigentlich für ein Buch? Ich habe es im Labor meiner Mutter gefunden. Die Geheimgewürze. In Zone 0 stießen wir auf gar sonderbare Pflanzen, die einem bei Verzehr alsbald zu Kraft verhelfen. Wir nannten sie Geheimgewürze und wollten sie in Teilen Paldeas anbauen. Doch Pokémon fraßen sie, ehe sie reifen konnten. Die Pokémon wurden dadurch so groß und stark, dass wir sie Herrscher nannten. Aha, wie in Legends. Interesting. Da drin stehen lauter dubiose Sachen. Okkulter Kram, den niemand glauben würde. Aber ich glaube, dass darin die Wahrheit steht. Diesem Buch zufolge soll man von jeglichen Verletzungen und Krankheiten geheilt werden, wenn man alle 5 Geheimgewürze zu sich nimmt. Und als ich Mastifiose letztes Mal etwas von dem Gewürz gegeben habe, sind seine eiskalten Pfoten ein bisschen wärmer geworden. Ah, du bist fertig mit dem Essen, ja? Wow, Mastifiose, warte mal, heißt das? Kannst du wieder was sehen? Du kannst gucken? Siehst du mich? Boah, krasser Wahnsinn, es funktioniert. Die ganze Zeit hat seine Augen nicht öffnen können. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Wow, ich bin erleichtert, mir fällt ein richtiger Stein vom Herzen. Er war kurz vorm Tod und mit den Gewürzen kann er ihn heilen. Guck dir nur seine kleinen Augen an. Man kann kaum erkennen, ob sie geöffnet sind oder nicht. Aber ich weiß es. Die Kraft der Gewürze ist der Hammer. Ich wusste es. In dem Bauch steht die Wahrheit. Damit werde ich Mastifiose ganz sicher aufpeppen können, bis es ihm wieder so gut geht wie früher. Also, jetzt weißt du also, worum es geht. Es bleiben uns noch 3 Gewürze. Zusammen wird das ein Klacks. Ach ja, ach ja. Wir sind dabei. Denke, wir kriegen ja auch was ab. Ein fairer Deal. Bring, bring, bring. Hallo, Maike, hier spricht Antiqua. Koraidon scheint euer Neid einen Teil seiner ursprünglichen Kraft wiedererlangt zu haben. Offenbar kann es jetzt auch mit dir über Wellen reiten. Koraidon kann nur noch Wasseroberflächen fortbewegen. Yay! Ich vertraue darauf, dass du dich auch weiterhin gut um Koraidon kümmerst. Kein Problem für uns. Das werden wir tun. Und nun? Wo ist denn die nächste Stadt eigentlich? Ah, hier lang. Hier kommen wir direkt zur nächsten Stadt, Garafosa City. Gehen wir da erstmal hin. Damit wir hier schon mal einen Teleportationspunkt haben. Vielleicht finde ich ja auf dem Weg neue Pokémon, ansonsten... Naja. Springe ich jetzt? Ja! Lass uns plaudern. Oder er. Ja. Ich weiß nicht, die sehen irgendwie ein bisschen weiblich aus, finde ich. Ich glaube, das liegt am Outfit. Na, wie auch immer. Der Dude. Der männliche Dude. Den machen wir jetzt platt. Da hinten umhimmeln die Ziegen da diesen Raid-Kampf. Aber den rede ich jetzt. Ich bin nicht auf Garten, was ich jetzt eingesetzt habe. Lebensschelle. Evoli halt, ne? Gegen Evoli habe ich nichts. Aber ich setze mal mein stärkstes Pokémon ein, damit der Kampf schnell vorüber ist. Der Hintergrund sieht auch interessant aus. Da ist es down. Yeah, 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 level up for Tadpulp. Das war ein Schuss in den Ofen. Oder irgendwie sowas. Genau. Weiter geht's. Noch ein Trainer. Was hat er denn Münze? So ein kleines Pokémon, das eine Münze mit sich rumträgt. Ja, Bro, da musst du dir die Handy-App Pokémon Go runterladen und dann da das fangen. Das kriegst du hier nicht. Seriosa. Süßer kleiner Teddybär.
der jetzt leider sterben geht. Ich hoffe, Tadpole lernt später noch ein paar bessere Elektroattacken. Weil wir sind jetzt nicht unbedingt sehr stark. Leider. Aber vielleicht wird das ja noch was. Aua, hör auf. Es tut weh. Ja, guck so. Ja, komm. Setz einfach deine Attacke ein. Du weißt, was zu tun ist, Herr Diosa. Oh, es hört auf, es hört auf. Okay. Ich kill's. Ja? Okay, gut. Und dann direkt rausswitchen am besten. Was auch immer einsetzt. Am besten rausswitchen. Psystrahl? Ist eine gute Attacke. Ist eine gute Attacke. Können wir lernen. Badabadam. Forgita. Das sagt mir gerade gar nichts. Ist das ein neues Pokémon? Ich habe keine Ahnung. Da kann man Charter direkt rein. Mit dem habe ich die besten Siegeschancen. Bonk. So, Forgita, was ist denn das? Oh, ein neues Pokémon! Was bist du denn für ein kleines Baby? Ein kleines Baby mit so einem, mit so einer Keule. Oh. Hallo, kleines Baby. Weiß nicht, welche Typen das hat. Fehlkampf? Keine Ahnung. Haut so mit der Keule alle kaputt. Dusch, dusch. Und Fee wegen weiß-pinkes? I don't know. War nur eine Vermutung. Vielleicht gibt's das hier zu fangen? Da muss ich mir mal gründlicher umschauen, glaube ich. Hey, was? Nach oben zurückkehren? Warum stand das da gerade? Komisch. Naja. Wie dem auch sei. Wablu gibt's hier. Und habe ich alle besiegt? Hallo, ich bin von Pokémon Liga. 7 Trainer gibt's hier. Und ich habe 7 besiegt und 2 fehlen mir noch. Ja gut. Man kriegt sowieso nicht immer so was heftig Tolles. Deshalb weiß ich nicht, ob ich da jetzt auf alle gehe. Aber ich behalte es im Hinterkopf, während ich mich noch weiter umschaue. Weil ich hier noch mehr Trainer finde. Okay, Map. Wo geht's lang? Geradeaus sind 2 Punkte. Einen davon werden wir direkt machen. Den anderen spare ich mir für später auf. Und was werdet ihr gleich sehen? Hier ist ein Kamaup. Für die, die interessiert. Bring, bring. Hm? Wer ruft denn jetzt schon wieder an? Cassiopeia hier. Du befindest dich gerade in der Nähe eines Verstecks von Team Star. Interpretiere ich das richtig als eine Zusage, dass du mir helfen möchtest? Genau so ist es, klar. Danke, jetzt sitzen wir im selben Boot. Willkommen bei Operation Stardust. Hey, was geht ab? Wer bist du denn? Ich wüsste auch gerne, was Sache ist. Wie, wer ist da? Level ist mein Name. Ach ja, und wie lange belauscht du uns schon? Jetzt chill mal, sei doch nicht gleich so misstrauisch. Ich bin ein Kumpel von Mike, ist das so, oder? Ist das so? Hey, schüchtern wie ihr und je, was? Ich meine, wo er recht hat. Wir planen gerade, wie wir gegen Team Star vorgehen wollen. Das ist kein Spiel, klar? Das habe ich schon gecheckt. Ist mir nur recht, mit denen habe ich noch eine Rechnung offen. Und ich will ja nicht angeben, aber ich mache keinerlei Sachen. Auf mich ist Verlass. In der Not kann man nicht wählerisch sein. Also gut, du bist auch mit dabei. Dann wäre es ja gebongt. Mein Name, dein Name war Cassiopeia, richtig? Wer bist du eigentlich? Lass mich so ausdrücken, ich bin jemand, der mal etwas mit Team Star zu tun hatte. Verstehe ich schon. Dann will ich dir nicht weiter auf die Pelle rücken. Gut, dann würde ich jetzt nämlich gerne mal zum eigentlichen Thema kommen, Operation Stardust. Was genau soll man denn tun? Einfach ausgedrückt, ihr sollt in die Verstecke von Team Star eindringen. Dort besiegt ihr dann die Bosse der einzelnen Banden und stoßt sie vom Thron. Vom Thron? Ach so, sie sollen von ihrem Posten zurücktreten, meinst du? Ganz genau, Team Star besteht aus 5 Banden, die jeweils ihr eigenes Versteck haben. Ihr sollt gleich hier in der Nähe ein Tor zu einem der ihrer Verstecke sehen können. Mhm. Oh ja, da drüben. Dann befindet sich eines ihrer Verstecke. Und dort drinnen müsstet ihr den Boss einer Bande finden. Wenn du das sagst.
Dem Star folgt einem Kodex. Ein Boss muss sich auf jeden einlassen, der Streit mit ihm sucht. Und wer diese Auseinandersetzung verliert, gilt nicht mehr als Boss. Vorhin habe ich bereits Herausforderungen an alle Verstecke geschickt, und zwar in deinem Namen, Maike. Ein paar ordentlichen Kämpfen mit Team Star steht damit nichts mehr im Weg. Wenn ein Boss besiegt wird, muss er also zurücktreten? Ohne Boss ist eine Bande führungslos. Irgendwann wird sie sich unweigerlich von selbst auflösen. Die Sache hat allerdings einen Haken. Die Verstecke sind sehr groß und wimmeln nur so von Pokémon, die Eindringlinge aufhalten wollen. Ein gewöhnlicher Trainer würde es wahrscheinlich nicht mal in die Nähe des Bosses schaffen. Und genau deshalb war es mir so wichtig, dass du dich der Sache anschließt, Maike. Besiege die Pokémon im Inneren des Verstecks und locke damit den Boss hervor. Okay. Aber eins nach dem anderen. Kümmere dich zuerst um die Wache am Tor. Und was ist deine Rolle dabei? Wie eben schon gesagt, ich hatte mal etwas mit Team Star zu tun. Deshalb kann ich nur aus dem Verborgenen handeln und euch aus der Ferne unterstützen. Klar, verstanden. Und was gibt's für mich? Sorry, aber es ist noch zu früh, um dir ganz zu vertrauen. Fürs Erste kannst du Maike helfen, wenn du ein wachsames Auge auf das Versteck hältst. Du bist von der vorsichtigen Sorte. Das respektiere ich total, yo. Ich melde wieder, wenn der Plan seinen Lauf nimmt. Viel Erfolg. Der Typ wirkt mir irgendwie wie so ein älterer, der wie so hip und cool wirken will mit den Kids. Dann hau mal rein, Maike. Kennen wir uns nicht? Na hoppla, was meine wahre Identität angeht, möchte ich um Stillschweigen bitten. Vor dir steht gerade Liebe. Bitte sprich mir mehr mit den anderen Mitschülern. Okay. Alles klar. Ich gehe trotzdem gerne mal ganz kurz in die Stadt rein. Wir werden jetzt natürlich das mit Team Stardust machen. Das war nämlich der Plan. Denn hier die Arena ist noch ein bisschen zu schwer. Hier geht's nicht lang. Ach, dann darf es doch gar nicht machen dann. Okay. Na gut, ich wollte sowieso das hier machen. Dafür bin ich hergekommen. Einmal damit wir surfen können. Und einmal um Stardust-Operation anzufangen. Dumm. Ja, komm. Let's go. Hey, du da, stehen geblieben. Hinter findet sich das Versteck von Team Stars und Lichtmitgliedern. Wir sind auch bekannt als die Segenbande. Genau, wir lassen mit Sicherheit keine da gelaufene Pappnase mit dich einfach so reinspazieren. Es tut mir furchtbar leid, wenn du nicht umkehrst, könnte es ungemütlich für dich werden. Moment mal, du bist doch nicht diese Maike, oder? Diese Knalltüte, die dich mit Team Star gelegt haben, zu dem wir es abgesehen haben. Ja, nein, ich doch nicht. Ja, kann sein. Du gibst also zu, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, ey. Wie schnell du bist, hier kommst du nicht rein, verpiss dich. Ja, ich werde aber gewinnen und dann will ich hier reinkommen. Krass, das ist doch respektlos, ey. Komm her, dafür will ich dich jetzt bestrafen. Denkste? Ein Cramorx. Okay, da sollen unsere Elektroattacken, zumindest beim Cramorx selber, gut aufgehoben sein. Bam. Aua, was soll denn das? Oh nein! Oh, mir fällt gerade auf. Mein Tadpole hat die falsche Fähigkeit. Ich meine, Statik ist geil. Aber es gibt noch eine andere Fähigkeit, die für die Weiterentwicklung noch geiler ist. Und deshalb, ich glaube, ich werde nach der Aufnahme kurz ein neues Tatbild fangen. Ja, ich meine natürlich, das ist das Gleiche. Ich werde nur Wege finden, die Fähigkeit zu ändern. Genau. Ah, kann ich das so versammeln, ey? Ab hier übernimmst du einfach du, Kumpel. Pasta la vista. Hasta la vista. Ja, sie ist erst kürzlich zum Team gestoßen, muss halt was an ihrer Einstellung arbeiten. Jetzt muss ich kämpfen, oder? Boah, na, kein Bock. Die anderen machen das schon. Okay. Bring, bring. Du bist die Wache also losgeworden, gut gemacht. Ja, war kein Problem. Hier hält sich die Segenbande versteckt, die aus den Unlichtmitgliedern von Team Star besteht.
Ihr Boss, Pino, ist quasi der Manager von ganz Team Star und zudem als DJ für die musikalische Untermalung des Teams zuständig. Einen so cleveren Kerl wie ihn wird unsere Kampfansage sicher nicht im geringsten eingeschüchtert haben. Sein Plan ist vermutlich, dass du dich im Kampf gegen einen Haufen Rüpel verausgabst, bevor er selbst dann gegen dich antritt. Bei so einem berechnenden Typen solltest du mit einem Frontalangriff die besten Chancen haben. Besiege einfach so lange die Pokémon der Rüpel, bis Pino auftaucht. Es ist Zeit, der Segin-Bande ein Ende zu setzen. Leute, die Klinge, sobald du bereit bist, es mit ihren Mitgliedern aufzunehmen. Ja, ich bin jetzt ein bisschen traurig, dass ich nicht gemerkt habe, dass mein Tadpole die falsche Fähigkeit hat. Ich meine, Static ist geil jetzt im Moment, aber wenn es sich dann entwickelt, wird die andere Fähigkeit viel besser sein. Okay, ich glaube, wenn ich jetzt da reingehe, komme ich nicht mehr hinaus. Heißt, ich muss dann dieses ganze Gebiet schaffen, um dann hier in die Stadt zu kommen. So, ich habe per Geisterhand die Fähigkeit meines Pokémon geändert und nun rein da! Ding, ding! Und der kommt natürlich mit. Sei wachsam, Mike. Team Star hat eine Vorliebe für eine besondere Art von Kämpfen. Sie nennen diese Kämpfe Star Rush. Hierbei musst du mit der R-Taste mehrere Pokémon auf einmal zum Kämpfen losschicken. Wenn deine Pokémon schlapp machen, komm einfach zu mir. Ich mach sie wieder fit. Die Rüpel halten ihre Pokémon anscheinend auch an irgendwelchen Automaten. Bleib auf der Hut. Aha, interessant. Abgepasst, Leute, wir haben einen Eindringling, der sich hoffnungslos überschätzt. Zeigen wir ihm, warum man sich besser nicht mit Team Star anlegt. Hergehört, Eindringling. Wenn es dir gelingt, innerhalb von 10 Minuten 30 unserer Pokémon zu besiegen, gibt sich unser Boss vielleicht die Ehre und zeigt sich. Oh, was eine Ehre. 10 Minuten also. Star Rush. Bei einem Star Rush musst du durch Drücken der R-Taste eine Pokémon losschicken. Besiege bestimmte Pokémon mit bestimmter Zahl. Wenn du in der letzten Niederlage, wenn alle Pokémon besiegt sind oder Zeitlimit ausläuft. Du kannst in den Automaten nicht heilen. Okay. 3, 2, 1, go! Und da sind die ersten. Zu Beerus. Los! Gut gemacht. Den auch noch. Ich kann mehrere Pokémon losschicken, wenn ich will. Cool. Okay. Na komm. Traut euch. Schickt eure Pokémon los. Hier sind ja einige von euren Pokémon. Bam. Ding, ding. Okay, cool. Hat was. Ich weiß nicht, ich finde das interessant. Wow, warum ist Nibel so riesig? Das ist nicht accurate, oder? Also bei manchen Pokémon sind die Größen echt falsch. Zora zum Beispiel ist auch ein bisschen groß. Bam, bam, bam. Ja, aber komm. Du hast mehr als genug Zeit. Viel mehr als genug. Na komm, greif an. Zack, yeah. Platsch, platsch und platsch. Ding, ding, ding. Boah, das geht ja aber echt richtig schnell. Aber leider sind meine Pokémon angeschlagen. Ich kriege auch keine XP dafür. Es ist einfach nur so wildes Rumgetümmel hier. Ich spam einfach nur und mehr passiert hier nicht. Ja, hallo? Jetzt. Du-da-du. Hier sind noch mehr. Ganz viele von denen. Zack. Na komm, wie sieht's hier an? Ding, ding. Wunderbar. Ich bin so stolz auf meine Kleinen. Zack. Da sind noch welche. Die letzten, die uns fehlen. Na komm, zeig dich. Ende. Und was, ich hab mich nicht geheilt. Na egal. Wir sind einfach nicht gewachsen. Schnell ruf den Boss. Ich bin einfach zu krass, ne? Und da in diesem heftigen Mobil fährt er zu uns hin. Pino, Boss von Team Stars, Unlichtmitgliedern. Der Pino sieht schon so richtig böse aus. Als ob er uns jetzt vermöbeln wollen würde. Das will ich sehen. Komm. Lad endlich schneller, Spiel. Bitte.
Du hast hier eine ganz schöne Nummer abgezogen, Mike. Ich bin Pini, auch bekannt als DJ Evil. Nenn mich, wie du willst, wenn der Vibe stimmt. Wie wär's mal direkt zu deinem Outro übergehen? Weil ich so nett bin, lege ich zu deinem Abgang auch ein fettes Requiem auf. Dann heißt jetzt Party! Wir lassen es krachen, dass die Fetzen fliegen. Outro? Naja gut, dann spiel ich halt jetzt das Outro.